Hallihallo, ich bin der Typ von Next Gen Games und begrüße euch recht herzlich zum nächsten Let's Play Portal. Wir befinden uns in Part Nummer 5, 3 Drittel, wie ich es so schön genannt habe, und wir stehen immer noch vor der Tür vom letzten Mal. Ich habe mir sagen lassen, dass wohl jetzt an dem Punkt auch schon ziemlich das Ende erreicht ist, dass da noch so eine Art Endgegner in Form unserer lieben Stimme da im Hintergrund kommt. Ich nenne sie jetzt mal Elke, da ich mir den Namen nie merken kann. Und ja, ich würde sagen, wir laufen jetzt einfach mal weiter. Ein Raum mit Projektor, der nur einen Teil der Wand hell macht. Ah ja, okay. Eine Tür, die wieder zu ist, das war klar. Wieder so eine große Halle. Ob ich da wieder rein muss? Was ist das da drüben? Noch ein größerer Raum. Könnte auch so eine Art Flur sein. Was liegt denn hier? Ah. Oder werfen wir wieder die Scheibe ein? Nö. War klar. So, was haben wir noch? Eine Tür, die wieder zu ist. War auch klar. Ja, ich würde mal sagen, das läuft darauf raus, dass wir in den Gang latschen. So, was steht denn hier? Caution. Were you respirator? Was ist denn das? Danger. Admittance to authorized personnel only. Information. This let's player can't speak English very well. Ach nein. So, gehen wir mal da durch. Aha. Okay, also ich muss wohl hier wirklich den Gang entlang. Ein Kraftfeld. Ich hoffe mal, da passiert mir jetzt nichts. Tiada Sensei, herzlichen Glückwunsch. War es das wert? Denn trotz ihrer Gewaltbereitschaft ist ihnen bisher nur eines gelungen, mein Herz zu brechen. Seien sie damit zufrieden und wir hören einfach auf. Wir wissen wohl beide, dass es so nicht laufen wird. Sie wollten es so. Jetzt gibt's eine Überraschung. Hallo, bist du Elke? 4. Was denn für eine Überraschung? Moment Auszeit, das sollte nicht passieren. Sehen Sie, was da aus mir herausfiel? Was ist das? Wo, was, wie, wer? Das habe ich noch nie gesehen. Was ist das denn? Na egal, das Rätsel löse ich später. Alleine. Denn Sie sind dann tot. Wo gehen Sie damit hin? Kann ich das werfen? Muss ich das kaputt werfen? Nee. Ich würde mich nicht damit abgeben. Ich glaube, wenn Sie das berühren, wird Ihr Leben nur noch schlimmer. Warte mal, da ist wieder eine Geschichte mit irgendwas zu aktivieren. Ich will mich ja nicht einmischen, aber Sie sollten das Ding lieber in Ruhe lassen. Und da ist ein... ich vermute mal, der muss da rein, hä? Glauben Sie etwa, ich spiele psychologische Spielchen mit Ihnen? Also, so. Jetzt mal im Ernst. Dann gehen wir doch mal dahin. Und öffnen gut, die Klappe und latschen zurück. Und stecken Sie es wieder rein. Und tun es da reinschmeißen. Jetzt mal ehrlich, wir wissen beide nicht, was das da ist. Legen Sie es in die Ecke. Ich kümmere mich später drum. Wieso ist es wieder zu? Wahrscheinlich ist das ein Behälter für Ausscheidungen. Na los, reiben Sie es doch über Ihr Gesicht. Sei nicht so unverschämt, ja? Ich probiere es mal, vielleicht funktioniert es. Wenn Sie es so sehr lieben, wollen Sie es heiraten? Ich lasse Sie nicht. Was sagen Sie jetzt? Jawohl, es hat funktioniert. Und jetzt? Mach das. Hab ich gewonnen. Haben Sie das Aperture Science Ding, das keiner versteht, in die Aperture Science Intelligenz Notverbrennungsanlage geworfen? Oh Mann, sie ist nur am Lagern. Am Lagern. Sie ist am Lagern. Sie lagert nur rum. Am Labern, Mann. Gute Nachricht. Ich labere auch wieder Scheiß. Das Ding, das sie verbrannt haben, war. Ich labere wieder einen Scheiß hier. Warum wird denn das jetzt nicht orange hier? Hallo. Er sollte verhindern, dass ich sowas nochmal mache. Was? Neurotoxin? Also ganz ruhig, während ist das nicht ein Gas? Emitter aufwärme. Der Kern hatte vielleicht weitere Zuständigkeiten. Ich kann die Turmabwehr nicht abschalten. Naja, da läuft wenn ne... Sie meinen legen Sie sich einfach vor das Geschütz. Erschrickt er mich das so, dass ich ein Loch schieße? Ein Portal schieße? Ja, wie, was, wo, wer, hä? Na gut, machen Sie einfach weiter mit dem, was Sie da tun.
sie zu töten und ihnen guten Rat was geben, schließt sich nicht aus. Was mach ich denn das jetzt? Das Geschütz ist das bessere Mittel. Panik, wow. Was sie da Moment, haben, ist Moment, nicht das wichtig. Ist vielleicht das ist wieder mal so. Moment. Hat Schuhe für Waisen genäht. Super vielleicht funktioniert erzählt. Das? Nein, das funktioniert nicht, war klar. Warte mal, noch ein Stück rüber. Das ist kein Mut, sondern Mord. Was nee. Hab ich Ihnen nie getan? Das ist zu tief. Und ah. Entscheidet, dass ich Schmerz empfinden kann. So, jetzt. Das ist ha? Ihnen ganz gleich, stimmt's? Ah. Vielleicht nochmal an einer anderen Ecke probieren. Ja, bitte treff sie, bitte treff sie, bitte treff sie. Ja, es hat... Ah, okay. Sie verliert da irgendwas. Elke, du gehst kaputt, kann das sein? Und wie schießt das Ding nicht wieder auf mich? Wo ist es denn hin? Wo ist das Teil hin? Wer bist du? Was ist das? 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 Da sind was ist das? Drauf. Was, auf mir? Wie war das? Sagten sie enttäuscht. Also anscheinend hoffe, geht der Gefechtsturm dazu, Antwort. Während ich die Teile bekomme. Genug geredet. So. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich das zeitlich irgendwie hinbekomme. Hallo. Ja. So. Nein! Fall rein. Oh Gott. Sie glauben mir zu schaden. So. Ach, da ist er ja wieder. Da ist er ja wieder. Er ist wieder da. Ha. Mir geht's bestens. Ich hab sie bisher überleben lassen, weil ich nicht war, was sie wohl tun. Tja, den Teil von mir haben sie zerstört. Auch wenn ich's noch so sehr möchte, kann ich das Neurotoxin leider nicht schneller in ihren Kopf kriegen. Arr. Ich möchte noch betonen, dass sie alle Chancen auf Erfolg hatten. Es sollte sogar eine Party. Jawohl, ja. Ihren Freunden. Ich habe ihren Begleiter Kubus eingeladen. Nee, ne? Konnte er nicht kommen, wie will ich denn. Getötet haben. Wie will ich denn da hochkommen? Konnten auch nicht kommen, weil sie fallen die Dinger extra so oder bin ich irgendwie je nach Treffwinkel dann imstande und versuche die irgendwie zu erwischen? Unbeliebt. Von keinem warte mal. Gemacht. Wir machen jetzt einsame, mal wieder das Spring-Runter-Manöver. Hui! Die niemand trauern wird. Mist. Genauso steht es hier. Ganz formell. Ganz offiziell. Hier steht, nein. Sie wurden adoptiert. Das ist auch komisch. Arr! Ah! Ich bin drüben. Wo ist er? Da ist er. Sind Sie neugierig, was nach Ihrem Tod passiert? Ah. Tja. Ich weiß es, aber sie finden es schneller heraus, als ich es erklären kann. Gott, wie viele von den Dinger kommen denn hier? Das ist aber auch... Versuchen Sie in den nächsten 2 Minuten noch so viel zu leben, wie es nur geht. Oh, das wird eng. Das wird eng. Das wird eng. Was Sie da verbrannt haben, ist mir nicht wichtig. Das ist nur die katalytische Crack-Anlage. Hat Schuhe für Waisen genäht. Oh, da ist er wieder. Tödlich. Ich ersticke. Kleiner Scherz. Als ich Neurotoxin treff sie. Tödlich nannte. Treff sie, jawohl. Und verschwinde los, als geh weg. Neurotoxin tödlich ab. Nannte, war tödlich. Wo ist denn? Absolut ironisch gemeint. Hä? Oh Gott. Sie dagegen werden seine Tödlichkeit weit weniger lustig finden. Ja, Portal gewinnt immer mehr Geschwindigkeit, wenn ich mal so sagen darf. Tja, sie verschwenden ihre Zeit und sie haben wirklich nicht mehr viel zu verschwenden. Mal blau. Worum geht's ihnen denn? Ums Überleben. Dann sollten sie mir auf keinen Fall nein! Anzufügen. Mist. Ich habe ihren Gehirnscan mit Backup. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Schlimmes oh, das wird verdammt und knapp. Das steht direkt bevor. Wo ist es? Glauben Sie nicht? Hier hören Sie mal. Hallo. Das sind Sie, so blöd klingen Sie. Sie hatten Unrecht bei allem, was Sie je gemacht haben und hier auch. Nein! Sie sind nicht klug, Sie sind kein Forscher, Sie sind nein. Kein Doktor, Sie sind nicht mal Vollzeit angestellt. Was haben Sie ha! Falsch gemacht? Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn,
ich hab ihn. Draußen ist oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn Sie dort wären, würden Sie sich wünschen, wieder hier drin zu sein. Meine Wissenskapazität ist grenzenlos. Los, Portal, 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 Portal. Ich weiß nur, dass durch, nur durch, durch, durch. Uns und denen stehen. Der ist rot, das ist ein gutes Zeichen, oder? Ganz. Hab ich es? Hab ich es? Hab ich? Supercomputer bauen. Oh Gott, ich glaube, ich habe es. Ich glaube, ich habe es. Sarkasmus selbst abgeschlossen. Lassen Sie es und schreiben Sie endlich, oder ich lösche Ihre Backup. Oho. Ja, sie ist definitiv, glaube ich, kaputt. Elke ist kaputt gegangen. Und jetzt? Jetzt muss ich fliehen, oder? Wo muss ich denn jetzt hier hin? Geht hier irgendwo eine Tür auf? Vielleicht wieder da, wo ich herkam. Wo war denn das? Schnell weg hier. Schnell. Was ist denn jetzt los? Was denn? Was denn? Oh, oh. Oh, nein. Och, nee. Bitte nicht. Ich hatte es doch gerade geschafft. Nein. Es hat mich nach oben gezogen. Okay. Thank you for assuming the party air code submission position. Ja, ich glaube, wir sind durch. Würde ich mal so meinen wollen. Ja, dann danke ich euch fürs Zusehen und... Was ist das jetzt noch? Ich vermute mal eher eine Art Outro, oder? Also ich habe mir sagen lassen, ich wäre eigentlich durch. Also sollte es kein Outro sein, sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Ansonsten danke ich fürs Zusehen. Und ja, wir sehen uns dann entweder im nächsten Let's Play Omsi wieder. Oder dann direkt mit Portal 2. Ja, ich würde mal sagen, das ist eher so, dass das wirklich das Outro ist. Ja, dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, danke fürs Zusehen und macht's gut. Tschüss.